So, jetzt machen wir den größten, jetzt machen wir einen kleinen, nochmal einen Zeitsprung, nämlich dann bin ich irgendwann in der 5. Klasse gewesen und dann war dieses Halbjahresgespräch. Und ja, wie ich schon mal in dem Video erzählt habe, war das mal überhaupt nicht nett und das hat mich total fertig gemacht. Und nach diesem Halbjahresgespräch war es dann aber auch soweit, dass es meinem Vater gereicht hat. Und damit kommen wir jetzt übrigens sogar zum Teil 2 meiner Geschichte meines Lebens. Eigentlich sind wir sogar schon fast bei Teil 3, weil ich habe mit Teil 1 voll lang gebraucht. Aber gut. Dann war es so, dass ich dann, nachdem mein Vater gesagt hat, habe ich dann die Schule erneut gewechselt. Und ja. Dann habe ich Schule gewechselt. Ich habe dann auch dann Schule gewechselt und habe dazwischen aber schon Kitty Cat kennengelernt. Und sie ist dann auch bei uns, dann hat bei uns gewohnt und wir waren dann zusammen auf derselben Schule. Und um ehrlich zu sein, ja, das klingt jetzt, wenn ich im Nachhinein denke, wenn ihr es wisst, was dann kommt, klingt das total komisch, aber ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, meine Welt könnte jetzt nicht mehr perfekter sein. Ich habe alles, was ich jemals haben wollte. Und ja, und dann kam ein Anruf. Mein Onkel, der hatte einen Herzinfarkt. Und es sieht nicht gut aus. Und wir waren dann alle total schockiert und entsetzt. Und ja. Und dann, irgendwann hieß es, es geht ihm schon besser und man kann ihn im Krankenhaus besuchen. Also er hat mir nichts angetan, nicht, dass ihr jetzt denkt. Es ist eher das, was dann darauf gekommen ist, was mich gerade so kurz. Ja. Ich bin dann auf jeden Fall mit meiner Mutter zusammen meinen Onkel besuchen gegangen. In diesem Krankenhaus. Und wie das eben so ist, wie ich war jetzt noch keine 15. Ich war noch in diesem Kinderalter zwischen, ich würde jetzt mal schätzen, ich muss jetzt schätzen, tut mir leid, aber zwischen 9 und 11 war ich irgendwie. Und dann irgendwann bin ich bei meinem, bin ich da, habe ich meinen Onkel besucht. Und wir waren dann bei ihm, es war ganz nett, es gab auch Glauben, also ich habe ihn gesehen und er wirkte auch wirklich wieder gesünder, war alles super und mein Cousin war eben auch da und seine Familie zu dem Zeitpunkt. Und dann sind mein Cousin und ich zusammen in Gang gegangen und haben da Gang spielen wohl. So, und ab diesem Zeitpunkt kann ich euch jetzt leider Gottes bloß noch die Geschichte aus der Perspektive von anderen erzählen, weil bei mir ist jetzt alles weg. Also, die Geschichte geht dann wie folgt weiter. Meine Mutter war dann wohl mit meinem Onkel und meiner Tante und mit meiner Verwandtschaft eben in dem Zimmer und sie haben sich unterhalten und dann irgendwann ist mein Cousin wohl ins Zimmer reingekommen und hat gemeint, mit mir stimme etwas nicht. Und wenn er gewusst hätte, wie recht er hat, mit mir hat dann wirklich was nicht mehr gestimmt. Da ging es dann echt bergab. Ja. Dann ist meine Mutter wohl rausgegangen und hat dann gesehen, dass ihre Tochter da stand, wie eine Salzsäule, also wirklich erstarrt. Hat nichts mehr, ich habe nichts mehr gesagt, nichts mehr mitbekommen. Es war einfach komplett nichts mehr möglich. Ich war weg. Ich war komplett nicht ansprechbar. Nichts. Ich habe nicht mehr reagiert. Gar nichts. Ich glaube, man hätte mich mit Nadel stechen können. Ich hätte nichts mitbekommen. Und da hat sie mir nur noch instinktiv ich habe immer zu diesem Zeitpunkt habe ich immer eine Mütze getragen. Ich weiß selbst nicht warum, aber war eben so. Oder es war im Winter. Ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid. Aber auf jeden Fall hat sie mir dann die Mütze nur noch über die Augen gezogen und hat mich dann wohl versucht, aus diesem Krankenhaus herauszubugsieren. Und dann auf dem Weg schon bin ich dann auf der Rückbank bin ich wohl einfach nur noch umgekippt und war dann, also es war wirklich, ja. Und dann hat sie mich dann des Weiteren versucht, mit meiner großen Schwester
Ja, entschuldigt, jetzt hört es gleich auf. Jetzt kommt gleich das Signal. Also, ja.